Durch diesen Verrat wurde es langsam eng für meine Freunde und Shi Yu raste. Konkyra stachelte ihn noch an, indem sie ihn verhöhnte. Und das kann sie ja ziemlich gut. Fast schien es mir, als wollte sie demonstrieren, dass Penthesilea und ihre Amazonen mit allem fertig werden würden, was meine Freunde zu bieten hatten. In diesem Fall war das ein Waldbrand, ausgelöst durch den wild wütenden Shi Yu. Und natürlich würde Penthesilea dafür Rache nehmen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siedler 3. Es ist die, glaube ich, vorletzte Mission. Hoffe ich zumindest, weil Amazonen-Missionen sind ganz schön schwer und irgendwann komme ich da auch nicht mehr klar. Waldbrand ist die Mission. Siegbedingungen, wir sollen den Waldbrand möglichst schnell aufhalten und die große ägyptische Tempelanlage auf dem Berg sollen wir zerstören. Also bei den Ägyptern hier. Ja. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Hoffen wir es mal. Wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden wahrscheinlich. Tipps und Tricks: Im Süden des Meeres ist noch Platz für eine zweite Siedlung. Das geschlagene Holz kann man gut für Schiffe brauchen. Ja. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal und schauen mal, wie wir es starten können hier. Los geht's! So. Erstmal würde ich sagen, alle Türme weg hier, die wir nicht brauchen. Ich überlege mir schon, die großen Türme, ne, die behalten wir mal noch. Sonst würde ich die jetzt auch noch abreißen, aber nee, die lassen wir mal. Das hier weg. Und den hier noch. So. So, da haben wir schon mal ein paar Soldaten noch da. Ach ja, hier unten. Okay. Dann brauchen wir ein Wohnhaus. Ganz hilfreich. Hier die Werft, dann brauchen wir ein Handelsschiff. Und hier unten haben wir noch ein zweites Dorf, beziehungsweise können wir uns ein zweites Dorf aufbauen. Und hier haben wir unsere Spione im feindlichen Lager. Können wir irgendwas klauen, was wir brauchen können? Wir können ja mal ein bisschen rumsuchen. Ja, übrigens, falls ich mich ein bisschen komisch anhören sollte, ich bin ein bisschen erkältet. Das Schlimmste habe ich schon hinter mir. Und ja, nehmen wir jetzt auf, nachdem ich ein bisschen auskuriert habe. Jetzt werde ich noch ein bisschen auskurieren bin, aber es neigt sich der Besserung. Schauen wir doch einfach mal. Wir gehen mal hier ein bisschen am Rand entlang, damit wir nicht gleich erwischt werden hier. Muss ja auch nicht sein unbedingt. Achso, und die Holzfällen müssen wir natürlich so einstellen, dass die hier erstmal Bäume fällen, die hier in der Nähe sind, damit wir den Waldbrand verhindern können. Ach nee. Ja, okay, nicht hier. Na toll. Warte, den Turm habe ich vergessen. Ach nein. Das ist jetzt ärgerlich. Den muss ich mir mal zurückholen. Dann reiße ich den ab. Ach Kacke. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so haben. Das ist ja jetzt eine Kacke gelaufen. Da sind noch ein paar Soldaten so. So.
Also hier muss auf jeden Fall die Tempelanlage irgendwie sein. Die sieht sehr gut bewacht aus. Ah ja. Hier den großen Tempel, den müssen wir auf jeden Fall zerschlagen. Wenn wir das gemacht haben, haben wir das Spiel gewonnen. So. Ja, ein schön viel Baumaterial. So, das bringt man jetzt in Ruhe hier. Oh, Werkzeug, geil. Dann nehmen wir noch einiges mit hier. So, was wir mitkriegen können. Nimm uns bitte noch eine Säge mit. So, einmal darüber bitte. So, die nehmen wir erstmal hier Land ein. Der steht ja auch gut da. Sehr schön. Weg mit denen. Ja, wunderbar. Schwich die bloß weg. Die brauchen wir hier nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall noch ein paar Hammer schnappen, damit wir dann hier unten schön bauen können. Ja, mal gucken, ob ich mit den Spionen hier am Rand entlang kommen kann. Das wäre natürlich super. Na komm, hol den mal weg hier. Ein Sperrträger, versuchte Tier. Was macht der denn? Hängt der fest? Auch schön. Das ist auch schön. Die Dinger noch hier hin. Drei Stück reichen. Wasserwerke. Machen wir wieder vier, wie immer. Oh. Schweinezucht, Schlachter, Mühle und Äcker. Das sollte erstmal reichen. Wenn die weiter so anzugreifen, geht es ja. Sehr gut vorangekommen. Das freut mich. Ja, hoffen wir mal, dass sie nicht erwischt werden hier alle. Oh, okay. Nummer 1 wurde erwischt. Schade. Da wurde ein Spion erwischt. Ihr bleibt schön hier, bitte. Wow. Ah, erwischt. Kacke. Na gut. Haben sie erwischt, jetzt ist halt mal so. Was soll man machen? Aber sehr gut, wenn die so einzeln angreifen, wäre es geil.
viel. Das nehmen wir gerne alles mit. Wünschen wir jetzt auch. So. Da kann man ja noch ein bisschen mitmachen. Ich reiß mal den Turm nur noch weg. Da haben wir noch ein paar Bretter. Genau, hau die weg. Sieht gut aus. Wenn die weiter so einzeln angreifen, geht's ja. So, Bogenschützen, macht euch bereit. Sehr gut. Ah, das läuft ja. Kohle haben wir schon, Gold haben wir schon. Was will man mehr? So, da haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Werkzeug hier drüben. Dann können wir uns ja gleich ranmachen hier. Aufbau da unten. Und hier oben können wir bald schon unsere Schiffe fertig machen, das ist sehr gut. Dann können wir nämlich einiges darunter schaffen. Auch ein paar Soldaten, damit wir hier geschützt sind. Falls wir die hier oben verlieren. Das habe ich nämlich in den Offline Dingern verloren alles hier immer wieder. Aber im letzten habe ich es dann am Ende geschafft. Das nur mit dem unteren Bereich da sozusagen. So, sehr gut. Haut sie alle weg. Ganzen bösen Hüsen da. Das dürfte ja dann soweit reichen. Hier sieht es auch schon recht gut aus. Ja. Hier haben wir das auch schon mal gestoppt, sehr gut. Kommt doch erstmal her, lasst sie mal angreifen da und dann ist gut. Sehr schön. Eisenerz bekommen wir. Werkzeuge werden auch hergestellt. Da brauchen wir auf jeden Fall 8 Hammer unten. Können wir mal ein bisschen produzieren. Das Schiff brauchen wir auch noch. So, Waffenschmiede und Kaserne haben wir dann auch. Sehr gut. So, wunderbar. So, ich hoffe, das zieht jetzt nicht hier noch rüber. Das wäre doch ein bisschen doof. Muss nicht unbedingt sein. Ah, okay, das Eisen kommt jetzt auch zum Schiff. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, Kohlenminen haben wir ja ein paar. Das sollte reichen. Hinkriegen hier.
Waldbrand müssten wir jetzt langsam unter Kontrolle gekriegt haben.